Online-Vorbereitung zum Steuerberater. An der Frage Präsenz oder digital scheiden sich häufig die Geister. Aber was sind denn die konkreten Vor- und Nachteile, wenn man auf die Online-Vorbereitung draufschaut? Und lässt sich das Ganze wirklich so pauschal beantworten? Oder gibt es vielleicht ganz spezielle Punkte, worauf es bei einer erfolgreichen Vorbereitung oder Durchführung der Online-Vorbereitung ankommt? Das und noch viel mehr in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um das Thema Online-Vorbereitung zum Steuerberater. Mein Name ist Malo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Da helfen wir auch dir gerne dabei, durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meisterst. Und ist die Online-Variante, eine Online-Vorbereitung dafür der richtige Weg? Das werden wir heute mal gemeinsam rausarbeiten. Was sind die Vorteile, was sind die entsprechenden Nachteile von der Online-Variante im Vergleich zur Präsenzveranstaltung? Ich habe hier schon mal ein paar Punkte aufgeführt. Der erste Punkt, die zeitliche und auch örtliche Unabhängigkeit. Was ist damit konkret gemeint? Fangen wir mit dem zweiten Punkt an, örtliche Unabhängigkeit. Du wohnst zum Beispiel auf dem Land, hast extrem weite Fahrtstrecken bis zum entsprechenden Kursort, dass du daran teilnehmen kannst in Präsenz oder auch innerhalb von der Stadt. Du wohnst am anderen Ende. Die Verkehrs- und Stausituationen in den Großstädten sind diejenigen, die davon betroffen sind, ist bestens bekannt. Und dementsprechend kannst du das Ganze in der Online-Variante natürlich bequem von zu Hause aus verfolgen oder von der Arbeit aus, je nachdem, was da dein Favorite Spot ist oder auch von sämtlichen Orten der Welt, sofern du Internetzugang hast. Gleichzeitig zeitliche Unabhängigkeit. Das heißt, du kannst in der Regel das so gestalten und das On-Demand zum Teil stattfindet, dass du in den Zeiten, wo es für dich gerade möglich ist, effektiv zu lernen, das Ganze so anpassen, dass das auch funktioniert. Zumindest bei uns kann ich natürlich nur darüber sprechen, dass das möglich ist, dass das alles so angepasst wird, dass du maximale zeitliche Flexibilität hast. Und ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn die Fahrtzeiten wegfallen, du hast natürlich auf einmal viel, viel mehr Zeit im Vergleich, je nachdem, wie lange du sonst gebraucht hättest, Anreise, Abreise und so weiter. Du kannst hier ganz anders, ganz flexibel arbeiten. Das heißt, Flexibilität ist hier natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Benefit daraus. Zweiter Punkt, rund um die Uhr verfügbar. Was meine ich damit konkret? Nun, wenn du zum Beispiel einen Samstagskurs hast und dich für die Präsenzvariante entscheidest, dann kannst du vielleicht vor Ort einmal die Woche mit dem Dozenten oder alle 3-4 Wochen, wenn es einen Dozentenwechsel gibt an der Stelle, irgendwelche Sachen besprechen oder die organisatorischen Ansprechpartner etc. Wenn du einen Online-Anbieter, zumindest bei uns wie gesagt, hast, hast du rund um die Uhr Verfügbarkeit mit deinen entsprechenden Experten. Das heißt, egal ob es jetzt eine fachliche Frage ist, strategisch, organisatorisch oder auch im Bereich des Mindsets, der Vorgehensweise, kannst du hier online einfach rund um die Uhr deine entsprechenden Ansprechpartner erreichen und damit natürlich deutlich flexibler, deutlich schneller das entsprechende Feedback bekommen und nicht erst nach einer Woche oder nach mehreren Wochen, je nachdem, wie man dann in Präsenz aufgestellt ist. Der zweite Punkt, die Qualität und die Abrufbarkeit. Das geht so ein bisschen auch in diesen On-Demand-Gedanken rein, aber wenn du sozusagen eine Vorlesung hast in Präsenz, die dann live stattfindet, ist natürlich der Nachteil daran, dass der Dozent vielleicht einen schlechten Tag haben kann etc. Wenn du sozusagen einmal sicherstellst, dass das die richtige Qualität ist in der Stoffvermittlung und das sozusagen aufzeichnest, bis es eben passt, dann oder bis es richtig gut ist, besser gesagt, kannst du natürlich hier eine deutlich sichergestelltere Qualität erreichen und eben auch die Abrufbarkeit dieser Qualität ist ein Riesenvorteil, weil du dann sozusagen schauen kannst, wann macht das gerade für mich Sinn. Wenn ich jetzt in Präsenz eine Veranstaltung verpasse, dann ist die verpasst. Da kannst du nicht sagen, ja, ich gehe dann morgen dahin, weil die findet nicht statt. Das heißt, du hast auch hier, dadurch, dass es eben für dich anpassbar ist, natürlich eine ganz andere Flexibilität und vor allem auch kannst du besser sicherstellen, dass du alles bekommst, was du brauchst, egal ob du mal krank bist, ob du mal im Urlaub bist oder ob du sonstige private oder berufliche Verpflichtungen hast, die dich dann im Zweifel zweimal daran hindern können, in der Vorbereitung so dem Kurs zu folgen. Der nächste Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger
Punkt, der häufig unterschätzt wird. In Präsenz ist es so, dass natürlich je nach Anbieter das so aufgebaut ist, dass es dann Dozenten gibt für Hamburg, für Köln zum Beispiel, für Berlin, für München oder Frankfurt, je nachdem, welche Standorte da betreut werden. Und nicht jeder Anbieter macht es so, dass jeder Top-Experte an dem jeweiligen Standort, wo du jetzt bist, dann auch eingesetzt wird. Es kann sein, dass du den Experten für Einkommensteuer bei dir am Standort hast, aber dafür jemanden Umsatzsteuer, der nicht so gut ist. Im anderen Standort, vielleicht in München, hast du dann super AO und Umsatzsteuerleute, aber der Einkommensteuerdozent ist nicht so gut. Und wenn du online arbeitest, dann kannst du immer sicherstellen, okay, das ist immer die beste verfügbare Qualität und eben auch, was um diese rund um die Uhr-Betreuung anbelangt. Das heißt, du musst nicht zu einem gewissen Standort fahren, um das sicherzustellen, sondern kannst bundesweit agieren und mit den entsprechenden Experten sprechen. So ist es bei uns eben sichergestellt, warum wir von Anfang an sagen, online ist the way to go, weil das eben ganz essentielle Vorteile sind, um ein paar hier zu nennen. Was sind denn Nachteile an so einer Online-Vorbereitung? Ich habe hier mal ein paar potenzielle Probleme aufgeschrieben, wo wir ganz genau drauf schauen wollen. Der erste Punkt, die technische Umsetzung. In Corona war es jetzt so, dass viele Anbieter sich umstellen mussten, notgedrungen. Kontaktverbote, Kontaktbeschränkungen, die Lehrsäle durften entsprechend nicht gefüllt werden. Und deswegen musste man sich jetzt zwangsläufig dann in der Sekunde umstellen. Das heißt, Lösungen finden, die technisch vielleicht gar nicht auf dem Stand waren, darauf ausgelegt waren, weil das Konzept eben komplett auf der Präsenz basierte. Und immer, wenn du sozusagen ein bestehendes Konzept hast und das einfach nur ummodeln möchtest auf einem anderen Weg, einfach nur anpassen, dann kommt da häufig so ein bisschen Mischmasch raus. Und wenn das in der technischen Umsetzung, Streaming-Qualität beispielsweise, Verfügbarkeit, Austauschmöglichkeiten und so weiter, dann eher so halbherzig, notgedrungen umgesetzt wird, dann ist das natürlich ein Nachteil. Dann ist die Präsenzvariante in dem Fall natürlich nicht die bessere Alternative. Aber wenn man zum Beispiel, so haben wir das gemacht, wir haben von Anfang an online gestartet und unser gesamtes Konzept auf diese Online-Variante ausgerichtet. Das heißt, jeder einzelne Prozess, jeder einzelne Arbeitsschritt, intern, aber auch in der Zusammenarbeit, ist genau darauf ausgelegt, dass du maximalen Support und technische Verfügbarkeit hast von diesen Punkten. Und das ist auch der zweite Punkt, worum viele sagen, ich muss auf jeden Fall in Präsenz gehen, weil ich brauche einen Ansprechpartner. Die Frage ist, wie in dem Fall Samstagskurs, wenn du vor Ort einen Ansprechpartner hast, ob das sichergestellt ist, dass du mit dem Dozenten so reden kannst, alle deine Fragen loswerden kannst und auch im organisatorischen Bereich, bei der Strategie gibt es sowas in der Regel überhaupt gar nicht, bei den normalen Anbietern, da hast du sozusagen vielleicht mal Zugang zu einem Ansprechpartner in Form von einem Dozenten, vielleicht aber auch nicht, weil es einfach zu viele sind. Und deswegen ist die Frage online, hast du vielleicht auch keinen Ansprechpartner, wenn das einfach nur ein Stream ist, wo du vielleicht Glück hast, dass der Dozent im Chat da was sieht, also genauso schlecht wie in der anderen Variante in Präsenz, sondern worauf kommt es hier drauf an? Das ist keine Frage von online oder offline Präsenz, sondern es ist die Frage, wie ist das Konzept drumherum aufgebaut? Habe ich einen Ansprechpartner, habe ich die entsprechenden Ansprechpartner für die jeweiligen Bereiche, um sicherzustellen, ich bekomme alle Fragen beantwortet. Fachlich, strategisch, von der Art und Weise des Vorgehens her, aber natürlich auch im mentalen, im organisatorischen Bereich, alles wichtige Punkte, die sichergestellt werden müssen, wo ein Konzept drauf basieren muss. Und dann auch zum dritten Punkt, persönlicher Austausch. Auch eine Aussage, die häufig von Prüflingen kommt, ich gehe in Präsenz, weil ich brauche persönlichen Austausch mit den Dozenten, mit den Ansprechpartnern und so weiter, auch mit den Kommilitonen. Hast du denn diesen persönlichen Austausch vor Ort? Wenn du in einem Raum drin sitzt mit 60, 80, 100, 120, je nach Kurskonzept, kann das passieren? Glaubst du wirklich, dass du dann vor Ort mit dem Dozenten deine persönlichen Fragen ausgiebig besprechen kannst, deine Strategie einmal durchgehen kannst? Macht das jetzt Sinn, so vorzugehen in der Klausurnachbereitung? Geschweige denn, dass du das beigebracht bekommst, kannst du da sozusagen in dem Bereich permanent, egal was es gerade ist, wo der Schuh bei dir drückt, da in den Austausch gehen? Oder ist Präsenz einfach nur vermeintlich so, dass du im persönlichen Austausch stehst? Ist der Austausch mit den Kommilitonen sinnvoll? Ja, Leidensgenossen zu haben, schön und gut. Die Verunsicherung, die dadurch entsteht, ist bei vielen aber viel kontraproduktiver, als sozusagen daraus resultierend, einen Vorteil zu ziehen.
Das ist ganz entscheidend zu erkennen, weil wenn der eine dir sagt, ja, ich habe schon so viel Klausuren geschrieben und ich lerne immer nachts bis um 2 und ich fange morgen schon um 6 an zu lernen, und du das alles an dich ranlässt im persönlichen Austausch, da musst du dir die Frage stellen, ist das Input, der dich weiterbringt, oder ist der manchmal vielleicht auch eher kontraproduktiv? Und das sind alles Punkte, die können negativ sein, kommt aber immer aufs Konzept drauf an, hat nichts mit dem allgemeinen Online zu tun, sondern ist halt konzeptionell auf den jeweiligen Anbieter zu übertragen. Deswegen haben wir uns eben genau darauf spezialisiert, dass das keine Nachteile, sondern absolute Vorteile sind, permanent rund um die Uhr Ansprechpartner zu haben, alle Fragen beantwortet zu bekommen und auch so verdammt persönlich zusammenzuarbeiten, dass jeder einzelne Schritt bekannt ist, abgesprochen wird und man permanent im Austausch steht. Wenn du sagst, das möchte ich auch für meine Vorbereitung haben, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. In den 60 Minuten findest du gemeinsam mit unserem Strategieexperten heraus, wie läuft das konkret in der Praxis bei uns ab? Welche Möglichkeiten haben wir, deine Vorbereitung auf das nächste Level zu bringen, um dich erfolgreich zum Ziel zu bringen, das heißt zur Steuerberaterin, zum Steuerberater zu machen. Den Link dazu findest du unter dem Video eingeblendet. Reflektier das sorgfältig, geh die einzelnen Punkte durch, was ist dir wichtig, wie wird das, was wichtig ist für dich, in deinem geplanten Kurs sichergestellt, und dann geh keine Kompromisse ein. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.